Was für eine Action am Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Amstetten. Der Grund? Die Leistungsschau der Floriani, um der Bevölkerung die Arbeit bei Einsätzen zu demonstrieren. Und so wurde Wassermarsch geblasen, unter anderem für die Jugend der FF Amstetten. Ja, die Kinder haben heute einen Brandeinsatz, einen PKW-Brand hier simuliert. Das heißt, mit dem Übungsgerät, aber der Angriff mit den wasserführenden Armaturen, das war schon echt vom Fahrzeug weg. Also man sieht, spielerische Art und Weise, das zu erlernen, und haben das bravo alles gemeistert gerade. Ja, bei uns lernen die Kinder eigentlich schon bei der Jugend. Das heißt, sie sind 10, wenn sie zur Jugend kommen, beziehungsweise halt dann später, und bleiben bis 14 bei der Feuerwehrjugend. Dann mit 15 Jahren werden sie in den Aktivdienst überstellt. Bei der Jugend versuchen wir einerseits theoretisch Wissen aufzubauen und aber auch praktisch. Das heißt, wir machen Fahrzeugbrände mit den Kindern, technische Übungen, wo sie wirklich auch mit Spreiz und Schere arbeiten dürfen. Natürlich auch Bewerbe und einige Ausflüge. Ich glaube, dass einfach diese Action ein großes Ding ist, warum die Kinder gern bei uns sind. Es ist auch kameradschaftlich immer einiges zu tun und immer Action quasi. Und ich glaube, dass das einfach das Ganze ausmacht. Neben den Jungfloriani konnten sich auch die Besucher an den vielen Einsatzübungen beteiligen. So durfte man zum Beispiel den Kran steuern oder in einem der Feuerwehrfahrzeuge Probe sitzen. Ja, unser Fuhrpark ist sehr umfangreich. Wir können sehr viele Einsatzarten abdecken. Brandeinsatz, technische Hilfeleistung, auch Katastropheneinsatz haben wir gerüstet. Und wir haben mit den Ereignissen auch heuer Mitte Juli nach unserem Jugendlager Starkregenereignisse. Da haben wir innerhalb von 3 Stunden 25 Einsätze abgewickelt. Überall Keller auspumpen, Hochwasser. Und bei den Gerätschaften waren dann sehr viele im Einsatz und haben wir sehr rasch wieder den Normalzustand herstellen können. Retten, löschen, bergen, schützen. Seit dem Jahr 1868 haben sich wackere Männer aus Amstetten in den Dienst der Nächstenliebe und Uneigennützigkeit gestellt und dabei viel Mut und Tatkraft bewiesen. Bis heute. Heuer werden schon knapp über 350 sein. Waren schon ein paar ganz besondere Ereignisse auch dabei? Nein, die richtig großen Ereignisse haben wir nicht gehabt, Gott sei Dank. Aber auch die kleinen Ereignisse, diese Woche 2 PKW-Brände, Mistkübelbrand, war diese Woche schon sehr aktuell. Also das kommt immer drauf. Heute Nacht der PKW-Berggang schnell vor dem Fest, also das wird uns nicht fad dabei. Neben den Jungfloriani war es die Aktivmannschaft, die sich am Tag der Leistungsschau ebenfalls waghalsig an Einsatzvorführungen heranwagte. Ein Prozedere, das oft erprobt und bei richtigen Einsätzen erlebt wurde. Nicht umsonst heißt es für die Floriani, 365 Tage von 0 bis 24 Uhr, unsere Freizeit für eure Sicherheit. So ging es für den Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vor. Ja, das letzte Ereignis bei unserem Tag der offenen Tür ist immer der PKW-Brand. Und das ist natürlich für die Zuschauer ein tolles Ereignis. Und da sieht man den PKW brennen. Wir lassen uns ein bisschen Zeit, damit man die Flammen ordentlich sieht. Und dann wird hier vom Tanklöschfahrzeug ein Angriff durchgeführt. Und dann sieht man, wie rasch mit diesem Löschmittel, mit dem Schaum eigentlich, dass ein Fahrzeug beherrscht wird. Und das ist immer ein sehr imposantes Ereignis. Nach knapp 5 Minuten konnten die Aktivmannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Amstetten das brennende Fahrzeug löschen und Brand ausrufen. Den Schulterschluss an diesem Tag lieferte das Weinlesefest, dessen Reinerlös wieder für die Investition in Sicherheitsausrüstung fließt.